Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Untergrießbach. Ja, wir müssen eine kleine Dreschpause einlegen, da ja der Drescher komische Geräusche gemacht hat und erstmal am Hof warten wir jetzt auf den Service. Der müsste aber irgendwann kommen. Ich habe mich jetzt erstmal einmal das Güllefässchen geschnappt und angefangen auf der 12 einmal Gülle auszubringen. Hier soll ja oder hier soll jetzt nachher ja gleich der Weizen rein. Deswegen habe ich jetzt hier einmal schon oder bin ich dabei einmal Gülle auszubringen. Ne? Also das Feld 33 unten ist fertig gedroschen noch. Das haben wir noch, oder das habe ich noch geschafft, bevor der ja, Drescher keine Lust mehr hatte. Sag ich jetzt mal. Und jetzt werden nur noch die 110. Na, ein bisschen zu früh. Die 110 nur noch. Und da hätten wir Sonnenblumen drauf. Ne? Wie gesagt, kleine Pause einlegen, da wir auf den Service warten müssen, bis der kommt und guckt, was da mit dem Drescher los ist. Und die Zeit werden oder wollen wir natürlich nutzen und hier schon mal einmal ein bisschen was tun auf dem Feld. Kriegt die erste Düngung. Wird denn nachher auch gleich eingearbeitet schon. Ich weiß nicht, ich wollte mir noch mal ein Gerät beim Händler als Vorführer holen. Mal gucken, ob ich das auf dem Feld mache oder auf dem Feld 110. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das muss ich mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, bis der Drescher wieder einsatzfähig ist. Ja, es müsste heute noch passieren, ne? Also, ich hoffe mal, der Service ist gut, so dass wir das da auch schnell hinkriegen. Der Händler ist ja nicht weit, ne? Mit Werkstatt, aber muss halt erstmal einer rauskommen da. So, wir werden mal jetzt zu BGA fahren. Ich habe ja schon mal den ein oder anderen Silageballen da in BGA geworfen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich jetzt die Gülle rauskriege. Das müssen wir jetzt mal gucken, weil ich habe sonst immer nur dann diesen Gülle-Trigger gekauft. Aber ja, wo wir jetzt die Gülle so direkt herkriegen, weiß ich jetzt auch nicht. Oder die Gärreste, die da jetzt irgendwo sind. Hier haben wir ja den schönen Raps eingesät. So, Leute. Leider kein Leistung mehr so. Wo kriege ich jetzt hier die Gülle raus? Muss ich die unten rausholen? Oder die Gärreste? Weil da ist ja eigentlich nur der Kaufpunkt für Gülle, ne? Wo gehen die Gärreste denn hier unten hin? Weil hier unten ist ja so ein Hahn. Ach, Gärreste, 55.000 Liter. Ah, Leute. Supi, danke. Danke für eure Hilfe. Hätten wir jetzt hier Menü System hier Schlauch Dingsbum zack bumm angeschlossen. Habe ich überhaupt einen Schieber zum
zum Befüllen dafür? Hier hätte ich, da hätte ich einen anpassen, aber dann hätte man so ein Dreibein aufstellen können. Und dann hätte man da bupp, den Stöpsel raufgesteckt da oben und dann wäre gut gewesen. Oh, hat er ein bisschen zu ziehen, ne? Tanken muss ich auch mal hier doch. Oh Mann. Tanken muss ich auch mal wieder. Ach, und wir haben noch kein Geld. Ja, ich glaube, ich werde noch mal einen Auftrag machen. So schön Ballen pressen, falls wir den noch kriegen. Oh, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Falls wir da so einen Auftrag noch kriegen. Aber erstens habe ich dann noch ein paar Silageballen über. Und zweitens gibt es halt ein bisschen Geld, ne? Muss ich mal gucken. Aber erst nach der Ernte. Beziehungsweise auch, wenn ich nicht die Gülle eingearbeitet habe. Ne? Oh, oh, der schiebt aber ganz schön. Der schiebt ganz schön. Bisschen Geld könnten wir nämlich noch gebrauchen, ne? Ihr wisst ja, wir haben noch ein bisschen was abzuzahlen. Ist ja so nicht besonders oder nicht allzu groß, ne? Aber ich glaube, ist eines der größten Felder, was wir jetzt so besitzen. Wenn wir die Wiese mal nicht mitzählen. Ja, eigentlich ziemlich beide gleich groß. Ja. Hier müssen wir das noch abziehen, ne? Das hier so an den Seiten und so, aber ja. Das sind unsere größten Felder. Ne, wie gesagt, kriegt die erste Düngung. Brauchen wir später nicht mehr ganz so viel. Na, sehr schnell. Ihr wisst schon, was ich meine. Mineraldünger, ja? Meine Güte. Immer auf den Namen da kommen, nur, ne? Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, wegen dem Vorführer, wo ich den hole. Entweder für dieses Feld hier oder für die 110. Vielleicht machen wir den auf dieses Feld schon, weil das müssen wir auch zeitig einarbeiten, ne? Lassen wir mal ein bisschen wegen Vorgewände und so eine Sachen, ne? Ich glaube, das Fass reicht, glaube ich, nicht.
Wo war das jetzt? Irgendwo? Gut, man. Doch die Ausbringmenge anpassen, ne? Ich hatte erst weniger drin gehabt. Ah, habe ich. Ich habe doch die. Vier Kubik. Habe ich. Ja, toll. Hatte ich die falsche Dings drinne. Das ist ja echt gar nichts, ne? Ja, so sieht's, glaube ich, ein bisschen besser aus. Ja, Leute, falsche Ausbringen, falsche Dings drin gehabt. Ich glaube, das kann ich so mitnehmen. Das Problem ist hier, das Ding, die Seite ist nicht so groß, ne? Ja, jetzt, wir dürfen uns auch nicht zu doll nach dem Zielwert richten, weil er geht ja davon aus, dass hier jetzt Hafer drauf ist. Hafer kommt ja nicht mehr rauf, da kommt ja was anderes drauf. Deswegen. Nee, Quatsch, falschen Knopf. Ach, Leute, heute passiert auch wieder, ne? Alles Mögliche. Da habe ich erst die automatische dran gehabt. Ja. Naja, auch nicht ganz so schlimm, aber sollte er eigentlich nicht. Da hatte ich mich verguckt. Da habe ich mich echt verguckt, Leute. Naja, ist auch nicht so schlimm. Aber schön ist es trotzdem nicht. Dass wir uns da verguckt haben. Ein Fass muss ich auf jeden Fall noch mal holen. Das reicht nicht.
Aber es ist gut, dass wir noch ein bisschen, oder dass wir schon ein bisschen Gärreste liegen haben bei der BGA, beim Lohne. Ne? Können wir uns das da auch umsonst abholen? Wie gesagt, wir haben ja sowieso ein bisschen, ne? Wir müssen ja sowieso ein bisschen was gut, oder, ne? Ihr wisst, ne? Wegen Kredit und so. Ja, Leute, ich werde das Feld mal noch fertig machen hier, weil wir sind nämlich am Ende angekommen. Habe ich gerade gesehen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, würde ich mich auf jeden Fall auch riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.